Mein Name ist Florian Eisert, ich komme aus Carezza im wunderschönen Eckental in den Dolomiten. Ich war bis vor kurzem aktiver Skirennläufer im italienischen Nationalteam und bin jetzt aktiv im Management des Ski- und Wandergebietes Carezza tätig. Also Skifahren war für mich und meine Familie immer schon mehr als reiner Sport. Der Sprung dann zum Rennsport war eigentlich ein ganz natürlicher. Also wie schon gesagt, ich habe aktiv von je an die Skirennen verfolgt, große Vorbilder natürlich wie Alberto Tomba verfolgt, und darauf ist immer schon auch der Wunsch in mir entstanden, Skirennläufer und zum Teil auch ein Champion zu werden. Meine wichtigsten Ergebnisse aus Performance-Sicht, aus dem reinen Ergebnis, war sicher der dritte Platz im Weltcuprennen von Alta Badia. Ein Podium, das ich für sehr, sehr lange Zeit erträumt habe, auf das ich hingearbeitet habe und wirklich sehr viel Fleiß und Schweiß dafür eingesetzt habe. Und das war wirklich so eine Prämie oder ein Preis für eine Karriere. Die wichtigste Frage, die man sich als Profisportler stellen muss, jeden Tag, ist: Wie kann ich mich verbessern? Das ist vor allem in den Momenten, wo alles gut läuft, wo man erfolgreich ist, sehr, sehr schwierig. Aber es ist gerade in diesen Momenten, wo sich dann herausstellt, ob man wirklich die Kraft hat, Sachen zu hinterfragen, jeden Tag sich zu fragen, wie kann ich besser werden, wie kann ich noch besser werden, um den Unterschied zu machen, um den Vorteil gegenüber den Konkurrenten sozusagen herauszuholen. Eine Karriere dauert nicht ewig, und irgendwann kommt der Moment, wo man sagen muss, es ist Schluss. Das, was sicher bleibt, ist die Einstellung eines Athleten in sich selbst drinnen. Und ich denke, das ist, was zählt. Was sich im Vergleich zu meiner Sportlerkarriere verändert hat, ist eigentlich nur der Tagesablauf. Aber das Konzept dahinter bleibt das gleiche. Ich stehe jeden Tag mit dem Willen, mich zu verbessern, mein Umfeld zu verbessern und in diesem Fall auch unser Projekt, unsere Firma Carezza Dolomites. Der Moment, in dem ich entschieden habe, zu sagen, meine Karriere ist beendet, war der Moment, als ich spürte, dass meine Passion für den Skisport, für den Hochleistungssport nicht mehr dieselbe war, wie die Passion, hier das Gebiet Carezza Dolomites weiter zu führen und mich hier. Mein bisheriger Tagesablauf diente dazu, um meine Performance zu verbessern, um meine Karriere voranzubringen und um meinen Erfolg zu erzielen. Jetzt ist es genau umgekehrt. Ich setze meine ganze Energie dafür ein, damit andere den besten Urlaub ihres Lebens haben.